Okay, du bist drin. Findest du den Anrufer? Ich suche gerade. Khalif, die Bullen kommen. Die haben Hightech-Scanner, die man nur schwer stören kann. Du musst sofort da raus. Die Cops suchen nach mir. Mach ihn nicht weg. Weiß der Zack, wie man Polizeiscans stört? Doch, ich glaube schon. Hier ist was. Ich schicke es dir jetzt. Das wird ihre Scans und Kommunikation in dem Gebiet stören. Und auch die Zivilisten. An dieser Stelle nutze ich einfach mal die spielbedingte Pause und sage herzlich willkommen bei Watch Dogs. Wie schon beim letzten Mal erwähnt, ist es so, dass wir durch unseren unglaublich unauffälligen Hack leider ein bisschen Aufsehen erregt haben und nun aus dem Gebäude rausfliehen müssen, wobei ich mich eben gerade auch schon gefragt habe, wenn ich unten den ganzen Weg da reingegangen bin, wieso kann ich jetzt einfach so durch die Türe rausspazieren, ohne jemanden erschießen zu müssen. Dann hätte ich ja gleich zu Anfang auch da vorne reingehen können. Aber egal. Es geht um Gemcoms. Mit Gemcoms können Sie die Entdeckung durch CTOS-Scans kurzzeitig unterbrechen, Gegner oder Zeugen daran hindern, Verstärkung oder die Polizei zu rufen, und stellen Sie Gemcoms im Waffendraht her und drücken Sie RB, um es einzusetzen. Okay. So, ja, schade. Alle Einheiten, die US-Scan beendet, Position des Verdächtigen wird übermittelt. Verdächtiger in Sicht. Oh. Dann geben wir doch mal Gas und hauen mal spontan ab. Oh ja. Genau, dich hat's erwischt. Und mich auch. Hauen wir doch mal direkt ab. Ups. Oh. Ja, das stimmt. So. Tja, das war wohl mal direkt ein Auffahrunfall. Dinge passieren. Ups. So, dann hauen wir noch mal ab. Die sind ja immer noch auf den Fersen. Oh. Ja. Den werde ich auch echt nicht los, den Typen, oder? Ist ja furchtbar. Wie soll ich denn hier die Polizei abschütteln, wenn ich mir gerade den langsamsten Wagen ever gesucht habe? Und zwar total random. Wie soll ich den jetzt loslassen? Ich habe noch nicht mal die Möglichkeit, mich irgendwo in eine Seitenstraße reinzustellen, um den Wagen auszuschalten. Das gibt's ja fast gar nicht. Eine Straße hat bereits die Verfolgung aufgenommen. Wir drehen ein paar Runden, vielleicht greifen sie ihn auf. So, und jetzt? Für Jack
Team westlich von euch. Leitstelle, hier spricht 821 Adam. Wir kommen heim. Da bin ich euch wohl losgeworden, wa? Im Nachhinein ja fast zu einfach. Wie sieht's aus? Hast du den Anrufer? Das Katz-und-Maus-Spiel nervt. Ich hab deine Maus. Sein Anruf kam aus einem Apartment im Loop. Endlich. Sei vorsichtig, Aiden. So wie der sein Signal gebounced hat, ich glaube, er will, dass du ihn findest. Na, dann wollen wir ihn mal nicht enttäuschen. Alles klar. Dann suchen wir uns doch mal jetzt einen vernünftigen Wagen und fahren zu dem Typen hin, der offensichtlich will, dass wir ihn finden. Da standen ja gerade ein paar rum. Ach ja. Nehmen wir doch einen schönen unauffälligen Wagen. Oh, der sieht natürlich auch schon richtig gut aus. Dann nehmen wir lieber einen anderen unauffälligen Wagen. So, dann gucken wir doch mal, wo wir überhaupt hin müssen. So, auf zum nächsten Akt. Blum-Forschung stellt heute ein verbessertes Verschlüsselungssystem vor. Die PR-Chefin Charlotte Gardner gab zu Protokoll, dass das gescheiterte Datenleck vom Morgen beweist, dass das Unternehmen sicherer ist als je zuvor. So, so. Ups. Ich wollte gerade sagen, ganz so weit kann es ja nicht weg sein, denn wir sind ja schon direkt im Loop. Von daher. Oh, Entschuldigung, das war volle Absicht. Ja, ja, hub du ruhig. So, einmal hier lang. Einmal den dorten und rauf zur nächsten Mission. What the heck, was da? Das ist auch egal. So, dann einmal hier in die nicht vorhandene Straße. So, da können wir doch bestimmt komplett durch das ganze Gebäude durchfahren, oder? Tatsächlich. Und zack, haben wir direkt anderes Wetter. Und da haben wir auch schon in 52 Metern unseren nächsten Auftrag. Ich parke jetzt mal direkt auf der Straße, das interessiert eh keinen. Und zwar haben wir hier Danke für den Tipp. Ich hab's einfach nur eilig. So, dann gucken wir doch mal. Was die nächste Mission uns zu bieten hat. Danke für den Tipp. Immer noch Akt 1. Alles klar. Der Typ bedroht meine Familie und will mich treffen. Er wusste genau, wie er mich kriegt. Gut, ich schlucke ihn.
Erreichen Sie die Signalquelle des unbekannten Anrufers. Ja, das kann ja so schwierig jetzt nicht sein. Hier ist ganz viel Zeug. Und ich muss eigentlich nur nach da oben. Dann gucken wir doch mal über die Kamera. Da ist ein Schaltkasten. Na super, das hat mir jetzt unheimlich viel gebracht. Da ist noch eine Kamera. Aber da hinten, doch, da oben ist einer. Und da ist auch noch eine Kamera. So. Da ist ein Schaltkasten, das kann ich sprengen. Da ist ein Aufgang. Aber wie komme ich denn da hoch? Ach, wie wäre es denn damit? Eine Treppe. Das ist ja fast schon zu einfach. Die Sache hat doch einen Haken. Erreichen Sie die Signalquelle? Ja. Den Ausgangspunkt des Signals lokalisieren. Richtig. Der Datenfluss teilt sich auf. Es gibt zwei CTOS-Kästen. Tja, dann nehmen wir mal unsere Kamera und gucken mal, wie weit wir damit kommen. Da ist ein Kasten. Eins von zwei entriegelt. Großartig. Und der zweite, der ist da hinten. Dann gehen wir erstmal über die Kamera. Das geht da hinten weiter. Ich würde sagen, dann nehmen wir erstmal die Kamera. Ach, es geht da um die Ecke. Das ist natürlich sehr günstig. Haben wir irgendwo eine Kamera daneben, mit der man gucken kann? Die hier vielleicht. Aber da gibt es hier hinten keine Kamera, ne? Ah, wie ätzend. Da muss ich ja diese Kamera nehmen, mit der ich aber nicht weiter als so komme. Na super. Wie schlau. Und da oben war ich schon. Wie komme ich denn da jetzt um die Ecke? Wie nervig. Kann die Kamera vielleicht besser gucken? Ja, im Prinzip schon. Aber auch hier gibt es keine Kamera. Wie nervig. Und das hilft mir jetzt ja auch nicht wirklich viel weiter. Wenn ich da sprenge, habe ich immer noch nichts gewonnen. Doll. Und das mit dem Schaltkasten hilft mir auch nichts. Mit der Kamera vielleicht. Natürlich nicht. Was ein Käse. Und von da oben habe ich nichts gesehen. Es geht irgendwo nach da oben, ja. Was dafür? Ja, toll, das bringt mir jetzt, wenn ich da springe. Nix. Keine Kamera in der Nähe. Wie ätzend. Das kann doch gar nicht sein eigentlich. Habe ich hier oben von der Kamera vergessen? Nee. Wahrscheinlich ist es momentan gerade ja viel zu offensichtlich und ich
verbringe meine Zeit einfach nur damit, irgendwas zu suchen, an dem ich gerade 50.000 Mal dran vorbeischaue. Wie so häufig. Naja, eigentlich könnte ich auch zu Fuß gehen. Es ist zwar voll unüblich, schau her, da oben ist eine Kamera. So. Ha! So, greifen wir auf das Netzwerk des Gebäudes zu, um eine Signalquelle zu erreichen. Genau, dann gehe ich eben ein bisschen hin und her. Und dann hacken wir mal ein bisschen. So. Auf geht's. So, da soll was hin, alles klar. Ich glaube, so ist sowieso schon mal ein guter Ansatz. So. So. Tada. Tani. Na toll, jetzt kriegt er da unten wieder nichts. Das ist doch auch Müll. Wenn ich das so lenke, was... Dann kommt da oben nichts durch. Ah, ich hasse es. So kommt da nichts durch. So kommt von da was, aber dann kommt es da oben nicht an. Es ist doch zum Zerbröseln. Das bringt ja nichts, wenn ich hier oben irgendwas verstelle. Das ist ja genauso schwachsinnig. So, kommt von da was? Ja, jetzt ist das offen. Aber jetzt kommt von unten nichts durch. Ach so, halt. Ich kann das da aufschließen. Hehehehe. Mann, oh Mann, oh Mann. So. Nun... So, hahaha. Dann lenken wir das zum ersten Schloss. Und das, was von hier kommt. Das lenken wir dann nach oben. Und dann da nach unten. Dann machen wir das auf. Das läuft dann so. Das läuft dann so. Das läuft so. Und das läuft so. So. Wow. Was zur Hölle ist das? Bellwether. Gute Frage. Da suchen Sie das Apartment. Was haben wir denn hier? Auf jeden Fall haben wir hier einen Zoom. Mit irgendwelchen brutalsten Matheformeln. Ach, eine Kamera. Oh, okay. Damien Brinks.
Was zum Teufel hat er vor? Ich hoffe, du magst die Spielchen. Ich wollte sehen, ob du es noch drauf hast. Wir müssen reden. Und du solltest dich beeilen. Dein Einbruch hat einen Alarm ausgelöst. Das ist nichts, was ich für uns geplant hatte. Aber wir werden gleich gestört. Komm zu mir. Ich suche einen schönen Ort. Warum belästigt er meine Schwester? Wir hatten keinen Kontakt seit... dem Merlot. Wisst ihr, wir haben ein neues Ziel für alle Hitter da draußen. Lasst alles stehen und liegen und erledigt das. Und ich habe alles schon vorher gesprengt. Shit. Eliminieren Sie alle Fixer oder entkommen Sie. Ich bin für entkommen. Dem da oben kann ich auch nichts tun. Ups. Naja, mein Gott. Sachen passieren. Er ist in Sicht. Nein. Noch ausschalten. Nein, es wird zu Hilfe geschossen. Ach, bitte. Das machen wir gleich nochmal. Das geht viel besser. Ach, schade. Na gut, dann müssen wir eben einen anderen Weg nehmen. Rutsches. Einer weniger. Zwei weniger. Ich bin in Position. Alles klar. Ich lasse ihn nicht aus dem Visier. Zu spät, Junge. Sagst du. Wenn ich nur den da oben kriegen könnte, ohne zu schießen, das wäre ja schon cool. Aber dafür müsste ich hier an eine Kamera rankommen. Oh oh. Ja, das ist scheiße. Und tschüss. Das machen wir nächstes Mal besser. Ach, bitte. Das war ja wohl nix. Na gut, dann versuchen wir eben ein bisschen schneller zu handeln. Das geht ja mal so gar nicht.
Naja, genau, das haben wir schon gesehen. Und den kennen wir auch schon. So, hier über die Kamera. Genau. Dann über die Kamera. Machen wir den weg. Und jetzt die. Muahaha. What the heck? Bewegt euch. Genau. Frage, wie kriege ich die Mann weg, wo ich mitten im Kampfgebiet bin? Da sind ja noch mehr.
Hier ist aber keiner. Unter den Umständen. So, Jungs. Und du? Bin ich mal eben weg. Fuck, so eine Scheiße ist weg. Genau so, Jungs. Genau so. Na gut, Damien. Reden wir. Folgen Sie dem zuckerfolgten Anruf bis zu Damien. Kriegen wir hin. Das kann ja so schwierig nicht sein. Schön, dann sind wir also den Bullen erfolgreich entkommen, den Fixern erfolgreich entkommen, ohne jemals selbst wirklich zu töten, möchte ich mal dazu sagen, ja. Und was Damien nun von uns will und warum es so leicht war, dass wir ihn gefunden haben und was da alles hintersteckt, das gibt es dann bei der nächsten Folge von Watch Dogs. Ich danke euch bis hierhin fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, schaltet auch beim nächsten Mal gerne wieder ein. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, Chosen!